Kommst du aus Tschernobyl oder warum strahlen deine Augen so? Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Für euch, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, hä, was ist denn heute? Für euch ist gar nichts, aber das ist mir egal. Für mich ist heute um 18 Uhr einer der emotionalsten Momente seit meiner YouTube-Karriere oder seitdem ich YouTube mache. Und zwar heute 18 Uhr kommt mein eigener Merch raus. Für euch ist er schon lange draußen. Ihr könnt in der Videobeschreibung einmal den ersten Link anklicken, falls ihr noch nichts davon wisst oder euch irgendwas kaufen wollt. Und ja, wir machen jetzt ein cooles Video und ja. Wetter ist eigentlich ziemlich cool, aber es ist ein bisschen frisch. Also es sind nur irgendwie 14 Grad oder so, aber es sind nicht diese 14 Grad wie vor 2 Wochen, wo es eiskalt war, sondern es ist so normal kalt. Nicht warm, aber auch nicht arschkalt. Wir haben nur ein Ziel und zwar tanken. Mein Tank ist fast leer, Mann. Aber egal, das schaffen wir. Das reicht noch für das Video. Ich würde sagen, auf jeden Fall mittlerweile bin ich tatsächlich sehr bekannt. Also die letzten 3 Videos wurde ich jedes Mal mindestens 2-mal erkannt. Jetzt wurde ich wieder 1-mal erkannt. Ja. Oh, boah, Junge. Alter. Das ist der Ford RS 6. 630 PS, 1000 Newtonmeter, Bordabgasanlage, hier stehen 3 Motorräder, Endgeschwindigkeit 366 km/h. Oh Gott, was ist denn hier los? Hallo! Nix, ich warte nur. Ist ja süß. Bruder, du musst mich nicht direkt abschießen, mein Gott. Ich mach nix. So, Boys, und zwar, oder auch Girls, sorry, es wird sich mal beschwert, dass ich nur Boys sage. Mann, es ist halt ein Reflex, es tut mir leid. Und alle anderen, die hier zuschauen, zum Beispiel auch die Kampfhelikopter. Wir können heute mal versuchen, nochmal das Anmachspruchformat wieder ins Leben zu rufen. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Heißt, wir fahren zu irgendwelchen random Menschen hin, also Mädchen im Optimalfall. Im Optimalfall auch in meiner Altersklasse, das ist mal ein bisschen schwer abzuschätzen. Und drücken dieser Person einen Anmachspruch rein. Ich habe auch schon einen perfekten Anmachspruch, der ist mir selber eingefallen. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt. Und zwar, kommst du aus Tschernobyl oder warum strahlen deine Augen so? Seid ehrlich, das ist schon eine 10 von 10 Anspruch. Und wir werden heute einmal mal ausprobieren, wie dieser Spruch in der Frauenwelt ankommt. Ja, dafür muss es nur eine Frau hier geben. Das Problem ist, die laufen alle in so riesen Gruppen, mein Gott. Es ist so eine riesen Zebra-Familie einfach. Oh, Bruder. Ach, irgendwie wird das nichts, glaube ich. Das Ding ist, die haben aber auch alle ein Handy in der Hand. Bruder, dieser Mustang hinter mir. Ah, da ist der Mustang wieder. Das Ding ist, ich sag euch ehrlich, der klingt geil, ja, kann ich zustimmen, aber ich finde, in einem Mustang muss ein V8. Ich finde, dieser 6-Zylinder klingt einfach nicht gut in einem Mustang. Das passt halt nicht zum Auto. Klingen tut er echt gut, muss ich zugeben, aber es passt halt nicht zu einem Mustang irgendwie. Aber trotzdem ein sehr schönes Auto. I like turtles. Ich stelle mich jetzt hier hin. Junge, das Problem ist, in der Ferne sehen die immer so jung aus und dann sind sie es nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendjemanden ansprechen, der nicht mal weiß, was YouTube ist, so no front, aber so, nee, lass mal. Es kann nur unangenehm enden. Warum kann ich jetzt hier eine junge Dame vorbeilaufen, die wir ansprechen können, ohne ihr Handy in der Hand zu haben, ohne irgendwelche 1000 Zebras dabei zu haben? Was macht der da? Enemy spotted. Sorry. Kommst du aus Tschernobyl oder warum strahlen deine Augen so? Wenigstens eine normale Reaktion. Anscheinend kommt der Spruch gut an. Okay, wenigstens haben wir es geschafft. Wir haben endlich jemanden gefunden, den wir ansprechen konnten. Wir fahren rechts rum. So, Boys. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal tanken. Weil sonst bleiben wir hier nachher noch irgendwo stehen oder so. Oh Gott, eine Wespe. Okay, geh weg. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, weil Akku nämlich bald leer geht. Heißt, wir müssen jetzt schnell tanken. Boah, das wird ehrlich close. Ich habe jetzt noch 15%. Holy shit. So, natürlich fahren wir wieder zu unserer Stamm-Lieblingstankstelle, wo man schön seinen Helm auflassen kann, auf entspannt. Wo sie nicht sagen, ey, Helm abziehen, weil das Ding ist, ich glaube, jeder von euch kennt diese Tankstellen, wo dann die Mitarbeiter sagen, sie müssen einmal den Helm ausziehen. Das nervt unnormal. Und deswegen tanke ich grundsätzlich eigentlich, wenn es geht, da,
Weil das ist so die einzige Tankstelle, die ich bisher entdeckt habe im Umkreis, wo man nicht den Helm abziehen muss. Wenn man sich halt auf Shell und Aral spezialisiert. Junge, hä? 30? Nein, ich immer 50? Das Offizier 30 ist, was ist das denn? Oha, und jetzt ist der Reservebalken angegangen. Das ist ein Zeichen. So, Boys and Girls, bevor meine Cam jetzt komplett abkackt, weil sie keinen Akku mehr hat, weil wir haben nur noch ein paar Prozent, würde ich sagen, war es das mit diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abonnement da. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne in die Videobeschreibung, checkt den Shop ab. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.